wunderschönen guten Morgen, Glück auf und herzlich willkommen auf dem Stellplatz am Silbersee. In Hessen liegt zwischen Homberg-Efze und Schwalmstadt. Ich glaube an der B254. Da ist der Name Programm. Der Stellplatz liegt 450 Meter, 500 Meter ungefähr von hier. Kann man sehr gut zu Fuß erreichen natürlich. Und da gibt es noch einige wunderbare, schöne Einrichtungen, glaube ich, gelesen zu haben. Wir schauen uns die jetzt einfach mal an, würde ich sagen, und gehen Richtung Silbersee. Trinkwasser ist im Preis inkludiert. Bodeneinlass, WC-Einlass. Alles wunderbar. So. So, noch einmal kurz durch den Stollen, die Lore besichtigt, Glück auf. Guck so, bin gar nicht so weit weg von zu Hause. So, und da ist der Silbersee. Inklusive Wellnessparadies. Nicht schlecht, oder? Stehst du schön am Wohnmobilstellplatz, läufst Minute hier zum Silbersee, machst du mal schön Wellness, Tretboot fahren, ein bisschen schwimmen. Das hatte ich jetzt so in der Form auch noch nicht. Man kann ja auch noch super durch die Gegend laufen hier, durch den Wald. Nö. Gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Der Platz ist übrigens extrem ruhig, leise, hab super geschlafen und hat nichts gehört. Tische, Bänke zum Verweilen, Mülleimer, tippidi top. Überall diese Leerschilder. Fischleerfahrt Silbersee. Guck mal, hier kannst du vielleicht auch noch angeln, keine Ahnung. Schön Zander, Wels, Aal. Ja. Ah, guck mal hier. Ja. So.
Das war der Silbersee mit Wellnessparadies. Spaziergang reicht am frühen Morgen. Ich werde jetzt mal wieder zum Stellplatz laufen. Und dann werde ich noch ein bisschen frühstücken und dann fahre ich auch nach Hause. Dann hat sich der Business Trip, das Business Camping dann erledigt. Die große Bobbahn sein hier oder ein Teil davon. Ja, Hunde sind erlaubt und Wohnwegen sind auch erlaubt. Zumindest steht hier einer. Ich habe ja auch nichts gelesen, dass das hier nicht funktioniert. Sagt man Wohnwegen oder Wohnwagen? Naja, Gespanne eben, ne? Ihr wisst schon. So, die sind ja auf jeden Fall auch erlaubt. Das ist schon mal ein sehr gutes Feature. Also der Platz hier selber ist wirklich so ausgelegt, man kann hier hinkommen, schön eine Nacht oder zwei. Mega geiler Ausblick und vor allen Dingen dann mal eben schnell runtergehen zum Wellnessparadies da und sich jetzt sich den ja den lieben Gott mal einen schönen Tag klauen. Ja, ist echt geil hier. Was hast du hier noch? Den Wildpark Knüll und der Mosenberg ist hier auch noch in der Nähe, 430 Meter hoch. Soll wohl sehr beliebt sein unter Wanderern und Segelfliegern. Gut, beides bin ich jetzt nicht wirklich. Ja, aber wie dem auch sei. Preise habt ihr gesehen, gefunden habe ich es bei, wie heißt es? Park for Night, wie so oft. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.